Hey, ich bin Winner Let's Play und herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute das Spiel Proton Bus Simulator, die PC-Version, um genau zu sein, zusammen mit diesem schicken MAN. Ist ein Mod, habe ich mir über einen YouTube-Kanal runtergeladen. Gebt ein Proton Bus Simulator Bus Mod, dann kommt das schon. So. Stellen wir mal hier die Kamera ein, dass wir hier gehen wir noch ein bisschen nach links. So, dann setzen wir uns ins Cockpit, gehen die Bordspannung rein, starten den Motor, gehen den Gang rein, lösen die Parkbremse und los geht's. Oh, moin, servus, moin. So, ich öffne Ihnen jetzt mal die Tür, okay? E aí, motorista, beleza? Moin, servus, grüß Gott, servus, hallo, rein, da. Dieses Spiel sieht fast so aus wie Onze, nur viel besser. Die Sounds sind irgendwie gleich, also wenn man auf so einem Boden fährt. So, jetzt zeige ich euch mal was Besonderes. Was ich cool finde an diesem Bus, deshalb glaube ich, dass es ein eher modernerer MN-Line City ist, weil ich kenne nur einen, der macht die Türen rein. So, wir machen mal die hinteren Türen gehen auf. Das können wir uns auch nochmal hier von innen hinten anschauen. Da kommt ein schöner Sound. Machen wir es auch mal lauter und schreibe ich dann auch mal. Das sieht zwar nicht so schön aus, weil sie einfach nach hinten fahren, aber es ist vollkommen in Ordnung. Schließen dann wunderschön ab. Ja, da können wir ein bisschen näher zoomen. Und dann so. Dann gehen wir ins Cockpit wieder. Setzen den Blinker, das scheint weg. Und schalten. Das ist auch wunderbar. So, elegant. Man merkt ja schon. Es ist schwierig, eine Tastatur so ein empfindliches Spiel zu spielen, weil normalerweise kann ich das gar nicht, weil ich nicht so einen Boden beziehe. Aber das Spiel ist kostenlos. Im Internet zum Runterladen. Kostenlose Mods, man kann halt freiwillig spenden. Mehr gibt es zu diesem Spiel eigentlich sozusagen. Es kommt eher aus Brasilien, also eher Englisch und Brasilien und Portugiesisch. Das Spiel ist generell eher auf Portugiesisch und Englisch und so. Gibt es auch fürs Handy, da kann man auch Mods runterladen, auch über Webseiten. Das ist ein bisschen anders als wie im PC, aber funktioniert gut. Eigentlich so gleich. So, da fahren wir. Wunderbar. Da sehen wir schon die nächste Haltestelle. Eita, Motor pé de chumbo. Nee. Ja, da merkt es. Ich glaube, das ist Portugiesisch. Ich weiß nicht, was die da mir sagen wollen. So, dann öffnen wir hier mal die Tür. Lassen wir rein. E aí, Motor, beleza? Moin, servus, moin. Schließen die Tür. Lenk mal aus und fahren wieder. Ei, Motor, eu tenho sinal. Tá cego? So. Die nächste Haltestelle ist Cirque CD, das Rosas oder so. Keine Ahnung, also Portugiesisch sei gleich, bin ich nicht der Beste. Ich kann da jetzt auch gar nicht. So, aber das Spiel sieht schon schön aus und der Bus auch. Was ich halt vermisse ist, bei den Standardbussen kann man C drücken und dann kriegt man da andere Perspektiven und kann das so auch schalten, dass wenn man das. Ich war so schnell, ich wollte. Ja, hier kann man halt nichts drücken, aber es sieht sehr schön aus von innen. Moin Kollege! So.
das hat eine ähnliche Physik, glaube ich, wie Onsi. Ich finde zwar nicht Onsi, aber ich finde es ähnlich. Das ist ein super Spiel, vor allem fürs Handy. Das ist nämlich ziemlich auf der kleinen Grafik. Am PC kann man es nämlich noch höher spielen. Aber nur bei einem neueren Update, das habe ich nicht gefunden zum Runterladen. Jetzt habe ich eine ältere Version, aber das macht er. Das ist jetzt ungefähr die Handy-Grafik. So. Okay, das schon nicht mehr da. Und das Ende. Jo. Hoppala. Não é possível. Vou reclamar na empresa. Aber da habe ich mich noch nicht erkundigt, da schaue ich dann in der nächsten Folge auch. Dass wir da vielleicht mal auf so einer Modkarte spielen. Man sieht ja schon noch unten den Boden. Es ist aber auch noch in Beta, es ist noch nicht fertig in der Entwicklung. Ja. Und noch umso besser ist es, dass man es kostenlos bekommt. Also, man muss nicht jedes Update extra runterladen, die anderen Updates immer löschen oder man hat halt mehrere Kurven. Das mit den Kurven kann ich noch nicht so ganz. So, da haben wir jetzt mal eine Einbahnstraße. Da haben wir schon einen. Ô, motorista, freia devagar aí, tu não tá com pedra no pé não. Da haben wir den. Hoppala. Ich weiß nicht, ich sag's gleich. Aber ein bisschen. Ja. Ah ja, das kann man ja auch machen. Am Handy kann man das nur mit einer Knopf, aber hier kann man das. Also parallel. Vorne der Raum und dann hinten. Devagar. Nossa, que absurdo. Also hier hat eigentlich gar nichts Kollision. Ich glaube die Ampel, die Laterne, aber sonst nichts. Wir sehen eigentlich besser, man sieht auch durch den Boden. Man kann wirklich ja noch so. E aí, motor, você não tá carregando mal não, meu pai. Não, não deixa isso parar não, tá maluco? Passou do ponto, motorista. Geschaut, wo die Haltestelle ist. Das macht ja nichts, wir kommen da. Wir fahren eh eine halbe Stunde drauf. Gut. Es ist jetzt in den letzten Tagen für Minecraft gekommen und halt dieser Bus zu einer Art Multiplayer-Leistung, der nicht so funktioniert, wie er nicht funktionieren sollte.
Denn er stand eigentlich, dass er nur nicht so in einer guten Qualität weitergehen kann. Aber er hat gar nicht weitergeschrieben, der hat einfach pausiert. Was sehr blöd ist jetzt. Und man sieht noch dazu nur meinen Controller. Ne? Also mein alter. Also der Controller von meinem Intro. Was blöd ist. Aber ich habe jetzt die Einstellungen im Stream und so geändert. Es ist zwar auf einer schlechteren Qualität, aber da sollte der Stream reibungslos funktionieren. Ich glaube, ihr habt nicht diese Teststreams da gesehen. Die musste ich halt machen, dass ich streamen kann, weil ich finde so Multiplayer ist immer was mit Streams. Wo ist der Motorista? Also den Stream, ich versuche schon die ganze Zeit meinen Mitspieler da wieder zu fragen oder wieder mit dem Spiel, aber irgendwie antwortet er gar nicht mehr, weil er ist auch nie online, er möchte nicht mit mir spielen. Kann ich mir auch irgendwie vorstellen, weil er hat eine Stunde, wenn wir spielen. Ja, das hat auch Kollision. Jetzt fahren wir. Jetzt geht er mal Gummi da. Mit so einem Denkbus das zu machen. Valeu, Motorista, até a próxima. Ah. Hallo? Ja, jetzt kann man tun. Acelera o ônibus. Minecraft nehme ich jetzt nochmal auf, aber dann bleibt eigentlich wieder länger eine Pause. Weil ich hatte irgendwie nicht so Lust, die Einzelspiele Bussimulator und LS19 hatten mich nicht vorbereitet oder so. Das ist nämlich Nossa, Motorista, ich dachte, so Appell schicken mal hart, ne? Und ich probiere gerade Story of a Farmer im Multiplayer auf den PC zu bringen. Und das ist ein bisschen viel Arbeit, weil du musst wieder mehr, du musst den Spieler sagen, was muss er machen, Ding, und den Hof musst du wieder eigentlich ziemlich genau nachbauen. Was aber gut ist, ist, dass ich bessere Mods habe. Was? Jo, also jetzt bin ich irgendwie wieder im Bus. Oh, você tá carregando a gente, né, boy, não? Und dann, dabei arbeite ich jetzt so in der Heim an Stadtleben. Da habe ich, ich weiß nicht, ob das jeder gelesen hat, aber bei der, ich irgendwie kommt diese Diskussions-Tab nur am PC vor und nicht am Handy. Jetzt weiß ich nicht halt, ob jeder von euch am PC meine Videos schaut. Wahrscheinlich nicht. Deshalb. Jetzt ist mein PC abgeschlossen, jetzt habe ich die Welt verloren. Und da habe ich sehr viel Zeit reingesteckt.
jeden Tag 2 Stunden und jetzt musste ich das Ganze wieder aufbauen, aber und kaum war ich fast fertig mit dem Bild. War sie dann wieder da, aber jetzt habe ich eine neue Welt gemacht. Das schaut das hier im Endeffekt ziemlich ähnlich aus. Ein bisschen umgebaut, weil die Story jetzt geändert wurde. Ich muss nicht, und ich habe mehr Leute, die mit mir spielen. Das heißt, ich muss jetzt mehr. Vorher wären wir ja nur zu zweit gewesen oder zu dritt. Und jetzt sind wir zu sechst. Und jetzt muss ich ein komplettes Drehbuch schreiben, immer weiter denken, das schicken und so. Schwierig. Oh, que isso, cara? Doido, tio. Guckt auf den Bahn. Oh, what? Wenn wir da jetzt wieder reinkommen. So, blinken, rüberschauen, hier, knapp. Oh. Ja, also Startleben kommt wahrscheinlich noch vor den Sommerferien, aber ich schaue dann, wenn es blind ist, dann wieder kommt was tätig. Ich kann dann jeden zweiten Tag genießen. Wahrscheinlich würde sie nicht gehen. Weil dann hat einmal der nicht Zeit für die Aufnahme, vielleicht hat er seinen Text vergessen. Da kann kurzfristig nicht, dann möchte der andere da wieder was, die Aufnahme hat keinen Ton oder so. Da möchte ich probiere es, dass es jeden zweiten Tag kommt oder vielleicht sogar täglich. Ja, aber da schaue ich mal, wie aufwendig der Schnitt wird. Ich habe nämlich etwas Besonderes an Minecraft gestartet, was ich bei allen kreativ. Anda mais devagar, meu! Projekt. Vai descer. Não, a gente não vai deixar esse barato não, tá maluco? Bom trabalho para você. Olá, tudo bem? Vor den Sommerferien kommt ungefähr noch Stadt. Oh, wie soll ich die spielen? Nein, in Sturmwelten kommen. 160. Ô, motorista, freia devagar aí, tu não tá com pedra no pé, não. So, jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende von dieser. Ja? Minecraft-Projekte unter anderem vorzubereiten, aber auch Bus-Simulator und so kommt alles wieder. Und jetzt war Minecraft ist am leichtesten zum Aufnehmen, vor allem auf den Server. Da muss man aber nichts vorbereiten, nur den Kameraden haben wir mitgespielt. Ja, dann geht das. Dann läuft der Hase hier laufen soll. So. Hier nochmal was vom Außen so elegant. Das weiß ich, das sieht besonders schön aus, aber ich habe. Ich hätte eigentlich eh was anderes genommen. Nur es gibt da 2 Skins für diesen Bus. Und der andere ist von diesem YouTube-Channel, der den erstellt hat. Und ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf und so. Jetzt habe ich einfach den weißen gelaufen. Den neutralsten. Ah, da wollen wir nicht so ausstellen. Wieder steigen sie aus. Oh,
kind of history on the highway. Oh! Oh! Amazon, I'm not going to die. Ah, that was just so fun, but I'm going to have a too slow to go back. Also, this bus is going to be here next week. Muss man, muss. That. Eigentlich gibt es sonst nichts. Ich probiere jetzt wieder täglich Videos zu bringen. Ich wurde jetzt wieder unterbrochen, weil ich jetzt so lange in der Schule und so kennen, weil jetzt so. Bom trabalho para você. Aber das wird schon gehen am Abend, den wir aufnehmen. Und dann schon wieder mal hochladen. Das geht schon. Das geht schon. So. Jetzt sollte dann unser Bus fast leer sein. Andere Leute haben auch mitgenommen. Wir müssen jetzt eigentlich nichts mehr machen. So. Wir gehen den Warnblinker rein. Gehen wieder ins Cockpit. Ah, ich bin sie. Den rauf. Jetzt läuft es dann auf der Motor. Ich weiß nicht, wie man den ausschaltet. Ja, Bus war schön. Ich habe mir schon für die nächste Folge was Besonderes überlegt, das wieder mit seinem Wortlos wahrscheinlich, aber wahrscheinlich ist es sicher. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem